Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Premium Modellbau. Heute möchten wir euch einmal in diesem Praxisvideo zeigen, was für Möglichkeiten es gibt, mit einer Freescale-Fernsteuerung die Pulsweite zu erhöhen, um ein Servo den Weg zu vergrößern, dass man quasi von dem normalen Standard-Pulsweitenbereich von 1000 bis 2000 Mikrosekunden diesen ganzen erhöht und dann quasi mit diesem Servo einen größeren Stellweg erreichen kann. Wir haben euch diese Servo-Serie in einem anderen Video schon mal vorgestellt. Das ist nämlich was ganz Besonderes. PowerHD hat diese Servo in mehreren Varianten aufgelegt. Hier haben wir jetzt dieses Servo für uns, das bis zu 72 Grad Stellweg erreichen kann. Ganz wichtig, was wir hier zeigen, bitte, bitte, bitte prüft vorher nach, ob euer Servo diese Funktion auch unterstützt. Macht es nicht mit jedem Servo. Ihr könnt euer Servo damit mit ziemlicher Sicherheit beschädigen, wenn das Servo das nicht unterstützt. Im schlimmsten Fall nämlich ist es so, wenn ihr die Pulsweite erhöht, dass euer Servo gegen den mechanischen Anschlag innen drin fahren würde und ihr es damit beschädigt. Der Freescale-Sender erlaubt auch dies in der Basisversion gar nicht, sondern ihr müsst es mit der Funktion freischalten, damit ihr auch nichts kaputt machen könnt. Zeigen wir einfach mal, dieses Servo, wie gesagt, ist ein 270 Grad Maximum Stellweiten-Servo und wir haben jetzt hier einfach mal das auf den Gaskanal gelegt, dass man das am einfachsten sehen kann. Ihr seht, wir haben das Horn versucht auf 90 Grad hier auszurichten und ihr seht, das Stellweg, wir sind hier im Bereich zwischen 1000, also ganz unten, 2000 ganz oben Mikrosekunden und ihr seht, es sind ca. 120 Grad, was der Hersteller auch angibt, also das erreichen wir jetzt auch. Wir sind ein bisschen unter 90 und kommen hier auf ca. 120, also das kommt relativ gut hin. Genau, und wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal im Menü der Fernsteuerung anschauen, sehen wir hier auch bei Outputs, dass wir ein Signal von 2012 Mikrosekunden ausgeben. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen auf die Fernsteuerung. Ja, 2002 am Maximum und 992 am Minimum. Also sind nicht genau 1000, 2000, das ist immer auch so ein bisschen die Sache, wie man das jetzt trimmen würde. Aber wir sind ziemlich nah in diesem Bereich. So, jetzt steht auf unserem Servo 270 Grad. Wie erreichen wir diese 270 Grad? Ganz wichtig, immer im Angebot steht bei diesen Servos, welche Pulsweite wir benötigen, um die vollen 270 Grad Stellweg zu erreichen. Bei dem PowerHD LF20MG, wie bei den meisten Servos dieser Größe, zum Beispiel VTech bietet auch einige solche Modelle an, ist es so, dass eine Pulsweite von 500 bis 2500 Mikrosekunden benötigt wird. Das kann die Taranis jetzt nicht ganz, aber die Taranis ermöglicht trotzdem, dass man die Wege erhöhen kann. Zum Beispiel über ein Arduino oder sonstiges kann man dieses Signal relativ frei definieren. Es ist auch ein Funktionsmodellbau-Servo, das heißt, viele Kunden werden sowas vielleicht auch gerade mit einem Arduino einsetzen für irgendein Projekt, dass es irgendwas öffnen soll, zum Beispiel eine Tür oder sonstiges, oder irgendeine Art von Funktion ausführen. Und da kann man eben dann, kommt dann so ein Servo immer ganz brauchbar und da kann man diese Funktion relativ frei definieren. Hier ist es so bei der Taranis, wie ich gerade gesagt habe. Wir sehen hier, unser Weg ist von 1000 bis 2000. Wenn ich jetzt versuche, diesen Weg zu editieren, seht ihr hier, ich kann nach unten, aber die Taranis lässt mich, ich komme hier nicht über 100 raus. Das ist einfach eine Schutzfunktion, damit ihr das Servo, wie vorher schon gesagt, nicht beschädigt. Was muss man jetzt tun, um das Ganze umzustellen? Ich gehe hier mit einem langen Druck immer durch die Menüs zurück. Ich versuche mal, dass man das beide sehen kann. Dann gehen wir hier in unser Modell-Setup. Und hier unten, wenn ich von oben scrolle, dann sieht man alle Dinger. Ich schaue jetzt mal gerade, wie man da am besten rankommt. Jetzt habe ich gerade selber drüber gescrollt, weil ich prall auf die Kamera geschaut habe. Es geht um die Funktion Extended Limits, die muss extra freigeschaltet werden. Jetzt schaue ich mal gerade, wo wir sie finden. Hier, Extended Limits, wir müssen hier anhaken. So, das haben wir jetzt mit einem Haken angehakt und das ist jetzt im Endeffekt, dass wir das Ganze freigeschaltet haben. Ich würde immer in so einem Fall empfehlen, lieber mal den Hebel in die Mitte nehmen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, bitte sagt, wenn ihr euch wirklich nicht sicher seid, schaltet das gar nicht frei. Wenn ihr euch trotzdem unsicher seid mit so einem Servo, geht lieber, nehmt den Hebel in die Mitte, dann kann erstmal nichts passieren und dann könnt ihr nach und nach das Ganze bis zum Endpunkt durchführen. Jetzt gehen wir wieder zurück. Nicht einmal zu weit gegangen. Genau, jetzt sind wir hier wieder im Output. Wir sehen, Mitte ist 1520. Was wir jetzt einfach machen ist, wir editieren das Ganze und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, über 100% zu gehen. Sehen schon? Ich gehe jetzt mal in die Ecke. Und ihr seht, ihr hört auch, das Servo bewegt sich leicht mit. Ich kann jetzt hier, man sieht auch hier oben, bewegt sich der Wert immer mit. Ich bin jetzt bei 120%. Und ihr seht schon, wenn ihr auf das Servo schaut, es bewegt sich langsam mit. Ja, ich kann hier maximal bis 150 gehen, das heißt, es sind 150%. Und ihr seht ja schon, wir sind bei 735 Mikrosekunden. Das heißt, wir haben die Pulsweite jetzt nach unten hin auf 735 erhöht. Jetzt machen wir das gleiche nach oben. So.
Und jetzt sehen wir hier auch schon, und das haben wir nur für diesen Kanal gemacht, ganz wichtig, also ihr könnt das auch für jeden Kanal einstellen, es wäre furchtbar, ihr dürft nicht das pauschal für alle Kanäle machen, sondern immer nur für den Kanal, wo ihr es tatsächlich braucht. Seht ihr, wir sind jetzt hier bei 737 und können bis 2270 hoch. Wenn ich jetzt das Horn nochmal neu ausrichte auf 90 Grad, sehen wir schon mal, wieder 90 Grad. Ah, wir kommen etwas über, ich würde mal sagen, das sind 190 Grad circa, die wir erreichen, vielleicht 195 Grad, die wir jetzt mit dieser Einstellung erreicht haben. Das heißt, wir kamen von 120 auf 190 und haben fast den Servo. Ja, doch, also wenn man so sieht, es sind gute 190, 180, 185 Grad circa. Ist immer ein bisschen schwer abzuschätzen, weil das Horn sich nie hundertprozentig ausrichtet. Aber man sieht auf jeden Fall, es hat deutlich was gebracht. Wir sehen hier 2268, 732. Und wenn wir jetzt auf den zweiten Kanal gehen würden, sehen wir hier nach wie vor, dass die Grenze hier gleich geblieben ist. Also wir haben hier als Untergrenze 1500, beziehungsweise der Kanal steht natürlich in der Mitte. Wir haben jetzt hier 2000 Obergrenze, knapp 1000 Untergrenze. Das heißt, der ist nicht betroffen, sondern ich habe nur den einen Kanal umgestellt. Wie immer findet ihr unter dem Video die Links zu den ganzen Produkten und auch zu unserem ausführlichen FreeSky Guide. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder ruft uns an. Wir helfen euch jederzeit gerne weiter. Das war es dann schon von unserer Seite aus und wünschen euch dann noch einen schönen Tag.